Ja, hallo und herzlich willkommen zu Geheimakte Tunguska, ja, dem ersten Teil der Geheimakte-Reihe, um es gleich mal so nebenbei zu bemerken. Ja, was müssen wir eigentlich? Wir müssen jetzt in den Zug, ja, in den Zug, genau. Na, dann wollen wir mal ein bisschen im Dreck wühlen. Ja, das kann man. Super, auch. Eine verrostete Mutter und ein undefinierbares Ding aus Eisen. Welche Freude. Ich habe schon alle Schätze gehoben. Natürlich könnte ich noch ein bisschen aus Spaß im Dreck wühlen. Später vielleicht. Ja, ist schon gut. Wagenheber, kann ich den so rausnehmen? Das Ding ist total verrostet. Die Kurbel lässt sich nicht bewegen. Okay. Solange der Arbeiter wegschaut, nutze ich mal die Gelegenheit. Gelegenheit, ja, ihr wisst schon. Mal sehen, was russische Bauarbeiter so frühstücken. Lässt sich nicht bewegen. Okay, dann nehmen wir das Fett von der Butter. Gute Idee. Die Butter könnte als Schmiermittel funktionieren. Jetzt lässt sich der Wagenheber zwar runterkurbeln, aber mit rechts kurbeln und mit links das Auto halten? Ich glaube eher nicht. Na. Das Ding würde sich wahrscheinlich selbst mit Rädern nicht mehr bewegen. Ohne Räder wird's wohl extrem unwahrscheinlich. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Okay. Ich glaube. Okay, schauen wir uns mal das Werbeplakat an. Und ganz gemütlich. Ein Werbeplakat der Gartuso Corporation. Tierisch teuer, schlechte Netzabdeckung, mieser Service. Wenn das Ihre Ansprüche an das Mobiltelefonieren von heute sind, gehen Sie zur Konkurrenz. Wenn nicht, kommen Sie zu uns. Gartuso Telekommunikation bietet für jeden Bedarf die optimale Vertragsoption. Individuell zusammenstellbar. Wechseln Sie jetzt. Die sind ja mittlerweile überall. Zu Hause habe ich von denen auch schon Dutzende von Prospekten zugeschickt bekommen. Manchmal redest du echt. Das Demolieren des Arbeitsplatzes ist selten eine gute Idee. Ja, okay. Ich unterhalte mich erstmal. Hallo, so spät noch am Arbeiten? Ja, lustig, oder? Fänden Sie bestimmt ganz witzig, dass ein armer Arbeiter zu so später Stunde noch schuften muss und dann auch noch in der Scheiße anderer Leute rumwühlen darf. Richtig lustig, oder? Ha, ha. Na, Sie sind ja extrem gut gelaunt. Eigentlich wollte ich mich aber gar nicht lustig machen. Wirklich nicht. Oh, Entschuldigung. Ich bin wohl ein bisschen gereizt. Hab heute eigentlich meinen freien Tag und, jetzt muss ich hier Überstunden schieben. Bloß weil dieses Soldatenpack nicht in der Lage ist, eine Klospülung zu bedienen. Sie gehören doch hoffentlich nicht zu denen, oder? Nein, nein, keine Sorge. Gut, wenn ich den erwische, der mir den Mist hier eingebrockt hat, dem wird anschließend schon schlecht werden, wenn er nur an das Wort Klo denkt. Ja. Könnten wir vielleicht das Thema wechseln? Mein bildliches Vorstellungsvermögen ist recht ausgeprägt und mein Magen erinnert sich gerade, was er zum Mittag hatte. An einem freien Tag arbeiten zu müssen, ist natürlich echt bitter. Das würde mir auch stinken. Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht. Hatten Sie denn schon irgendwelche Pläne? Kino, Kneipenbesuch oder so? Ja, ich wollte angeln gehen. Ein paar Bier. Die Rute in der Hand. Ja, so einen Freund hatte ich auch mal. Hä? Nichts, gar nichts. Erzählen Sie weiter. Naja, einen ganz entspannten Tag halt. Aber vielleicht kann ich das ja morgen nachholen. Die müssen nur endlich einmal die richtigen Lottozahlen ziehen. Das Auto da drüben, gehört das Ihnen? Nö, steht da, glaube ich, schon seit ein paar Jahren. Keine Ahnung, ob überhaupt noch Teile drin sind. Diese Lottoziehung, was ist daran so besonders? Die haben da eine Sonderziehung, bei der man so richtig abräumen kann. Wissen Sie, ich spiele seit 20 Jahren Lotto und habe noch nie was gewonnen. Aber heute ist mein großer Tag. Das habe ich schon beim Aufstehen gespürt. Heute hat dieser ganze Mist hier ein Ende. Ich werde mir eine kleine Hütte an irgendeinem schönen Fluss kaufen. Und vielleicht auch gleich noch den Fluss mit dazu. Und dann... Ja, und dann den ganzen Tag die Rute ins Wasser halten, ich weiß. Genau,
Das Blöde ist nur, dass man wirklich jede Zahl in der richtigen Reihenfolge haben muss. Wenn die ersten drei stimmen, gewinnt man schon was. Aber so richtig abräumen kann man erst, wenn alle Zahlen richtig sind. Das heißt, wenn nur eine einzige Zahl falsch ist, kann man im schlechtesten Fall komplett leer ausgehen? Jep. Aber ich werde gewinnen. 4, 5, 6, 5, 4, 9. Mit diesen Zahlen beginnt für mich ein neues Leben. Die Soldaten haben ihn also den freien Tag versaut? Kamen die denn ganz plötzlich? Nein, nicht ganz plötzlich. Waren schon vor ein paar Tagen angekündigt. Aber dass es so viele werden, hätte ich nicht gedacht. Keine Ahnung, was die hier alle wollen. Die Soldaten überschwemmen das gesamte Viertel und Sie haben keine Ahnung, weshalb die hier sind? Naja, Soldaten laufen ja immer einige rum. Ist ja schließlich ein Militärbahnhof. Aber so viele wie heute waren schon lange nicht mehr. Hab gehört, die wollen nach Novosibirsk. Und was wollen die da? Weiß ich nicht. Die sprechen ja nicht mit uns. Halten sich für was Besseres. Die meisten haben sowieso keine Ahnung. Die führen nur ihre Befehle aus. Sind wohl auch Wissenschaftler dabei, hat ein Kollege erzählt. Und vorhin habe ich große Käfige gesehen. Keine Ahnung, was die damit wieder vorhaben. Käfige? Ja, angeblich sollen ja einige Gefangene in dem Zug sein. Vielleicht deswegen. Käfige für Gefangene? Halten die meinen Vater wie ein wildes Tier? Ich muss dringend in diesen Zug und ihn da rausholen. Ich werde dann mal wieder. Ja, ich auch. Ja, dann leg mal wieder los. Und ich werde auch mal wieder. Was habe ich hier? Ein Gummiband. Hey, eine Zwille. Damit haben wir als Kinder manchmal auf Dosen geschossen. Ja, genau. Und eine Schraube. Ah, okay. Mit dem muss ich auch nochmal reden. Wollen wir doch mal sehen, ob ich mit ein paar eindeutig zweideutigen Anspielungen nicht doch in den Bahnhof komme. Hallo, schöner Mann. Oh, hallo. So allein hier draußen? Darf ich Ihnen ein wenig Gesellschaft leisten? Von mir aus? Oh, oh, das wird eine harte Nuss. Kann ich mir die Zeitung mal ein paar Minuten ausleihen? Was? Nein, auf gar keinen Fall. Die Krankenschwester ist kurz davor, endlich den Oberarzt rumzukriegen. Bitte was? Sagen Sie bloß, Sie kennen die Sibirien-Saga nicht. Nee, da muss ich passen. Was soll das sein? Der Fortsetzungsroman in der Moskau-News. Eine hinreißende Love-Story. Seit über 3 Wochen gibt's jede zweite Ausgabe das nächste Kapitel. Und ich vermute, dass die Krankenschwester... Ja, ja, schon gut. Hört sich extrem spannend an. Sind Sie denn bald damit durch? Nein, noch lange nicht. Ich lese absichtlich ganz langsam, damit die Spannung möglichst lange erhalten bleibt. Hab die Zeitung zwar auch zu Hause, aber hier ist ja eh nicht viel los, sodass ich ganz in Ruhe lesen kann. Bin mal gespannt, ob das Komplott der Oberschwester... Nein, bitte nicht weitererzählen. Mein Arzt hat mir zu viel Aufregung und Dramatik verboten. Sie bewachen den Seiteneingang hier. Gibt's dafür irgendeinen besonderen Grund? Ja, es soll keiner reinkommen. Ach nee, was du nicht sagst. Ich flirte mit dir, du Blödmann. Oh, und deswegen hat man extra so einen starken, muskulösen Mann wie Sie dahingesetzt. Was? Meinen Sie mich? Klar. Ich bin mir sicher, die haben vorher lange überlegt, wem sie einen so wichtigen Auftrag geben. Und dann kamen die zu dem Schluss, dass nur sie diese Aufgabe erfüllen können. Durchtrainiert mit einer Ausstrahlung von Macht und Stärke. Ja, da haben Sie wohl recht. Bin zwar erst seit 3 Jahren bei der Truppe, aber habe schon sehr viel erreicht. Klar, ich als schwache Frau fühle mich auch gleich viel besser, wenn ich weiß, dass ganze Kerle wie Sie unser Land verteidigen. Was ist denn in dem Bahnhof so wichtig, dass für die Bewachung eines Nebeneingangs extra Sie ausgewählt wurden? Eigentlich darf ich das ja nicht sagen. Ist streng geheim. Aber ich vermute, es geht um irgendeine Geheimdienstsache. Hier laufen massenweise auffällig unauffällige Leute rum. Sie sind doch nicht vom FSB, oder? Ich? Nein, nein, natürlich nicht. Puh, Glück gehabt. Da hätte ich mich beinahe verplappert. Will ja nicht so enden wie mein Kollege. Den haben Sie nämlich gerade mitgenommen. Klar, verstehe ich. Mist, fast hätte ich ihn so weit gehabt. Ihr Kollege, wo wurde der denn hingebracht? Kommt der gleich wieder? Ich fürchte nicht. Die beiden Typen, die den armen Kerl mitgenommen haben, sind, glaube ich, vom Geheimdienst. Oh, weswegen wurde er dann mitgenommen? Keine Ahnung, aber da fragt man auch besser nicht nach. Eine falsche Frage zur falschen Zeit und es könnte deine letzte Frage gewesen sein.
Wenn die einen erstmal in der Mangel haben, kommt man da nicht so schnell wieder raus. Wenn man überhaupt wieder rauskommt. Vielen Dank für die Informationen. Gern geschehen. Bis bald. Oh, mir kam gerade mein Frühstück hoch. Also die Zwille benutze ich jetzt mal damit, denn da kriege ich auch die Zeitung. Verdammt, das ist schon die dritte Birne diesen Monat. Welcher Idiot bestellt denn immer diesen Billigschrott? Dabei war die Geschichte gerade so spannend. Seltsam. Ich hoffe, ich darf die jetzt mitnehmen. Die Zeitung hier. Ja? Kann ich die haben? Mir ist sowieso gerade die Birne um die Ohren geflogen. War wohl schon ein bisschen sehr alt. Und bis die jemand austauscht, vergehen mit Sicherheit ein paar Wochen. Man muss nämlich erst einmal ein Formular ausfüllen, das dann vom diensthabenden Offizier unterzeichnet und ins Ministerium gefaxt wird. Das geht dann durch 3 Ausschüsse. Und mit etwas Glück kann ich hier kurz vor meiner Rente noch mal was sehen. Ja, die Wunder der Bürokratie sind international. Was ist jetzt mit der Zeitung? Von mir aus. Dann nehmen Sie doch endlich mit. Eine kleine Manipulation der Lottozahlen und schon wäre das große Glück perfekt. Zwar nur kurzfristig, aber ist eine kurze Freude nicht immer noch besser als gar keine Freude? Naja, ist schon fies, also was, wenn ich ihm das jetzt gebe. Ich fühle mich schuldig, auch wenn es nur ein Spiel ist, aber ich fühle mich irgendwie schuldig, den armen Mann seine Träume zu rauben. Hier, die Spätausgabe. Da können Sie schauen, ob Sie vielleicht ab morgen angeln gehen können. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich muss sofort nach Hause und meiner Frau Bescheid sagen. Ach, was, wozu eigentlich? Ich gehe sofort zu meinem Lieblingsplatz und angle die ganze Nacht durch. Und morgen früh wird gekündigt. Wenn Sie einen reichen Kerl heiraten wollen, Sie finden mich unten am Fluss. Ich kann nur hoffen, dass er sich mit seiner Kündigung noch etwas Zeit lässt. Ja, du bist schuld. Ich bin schuld, okay. Ich glaube, ich brauche noch etwas. Das hat was mit dem Stamm zu tun. Ja, ich weiß das noch. Nicht wundern. Sagen Sie mal, Sie sehen ja unglaublich kräftig aus. Sind Sie wirklich so stark oder ist das mehr Fett als Muskelmasse? Naja, ein bisschen Training mache ich schon. Will ja schließlich, dass mein Körper auch in 10 Jahren noch eine Augenweide ist. Ja, so von der Optik ist es wirklich schon beeindruckend. Das Problem bei diesen gestellten Kerlen ist nur meistens, dass sie zwar massig Gewichte stemmen können, dann aber nicht mal ein Gurkenglas aufkriegen. Hey, Moment. Das Gurkenglas müssen Sie mir erst mal zeigen. Da fühlt sich aber einer in seiner Ehre gekränkt. Na, ein Gurkenglas habe ich zwar nicht, aber diese Eisenstangen hier. Geben Sie schon her. Eine meiner leichtesten Übungen. Wow, ich bin echt beeindruckt. Ja, okay. Hallo Yushin. Irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Nein, alles ruhig. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas noch vergessen habe. Ah, Kieselsteine. Okay, für was auch immer. Ich weiß es nicht. Zigarettenstummel. Wenn die alle von heute sind und auch noch alle vom Wachmann stammen, dann sollte er sich mit diesem Zigarettenkonsum mal bei so einer Rekordshow im Fernsehen bewerben. Bei so einer Rekordshow, ja. Okay. Huhu, ich bin's wieder. Hi! Sie rauchen wohl ziemlich viel, oder? Ja, ich weiß, es ist ungesund, aber ich kann mir das einfach nicht abgewöhnen. Ich habe schon alles versucht. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich hier draußen sitzen kann. Da darf ich wenigstens rauchen. Wollen Sie eine? Ja, gerne. Kann meinen Nerven auch nicht schaden. Innerhalb des Bahnhofs ist Rauchverbot? Absolutes Rauchverbot. Die lagern da wohl irgendwelche Sachen, die leicht halb Moskau in Schutt und Asche legen könnten. Oh, was denn? Keine Ahnung.
Und wenn ich ehrlich bin, will ich es auch gar nicht wissen. Nichtwissen ist manchmal viel angenehmer. Weise Worte. Vielen Dank für die Informationen. Gern geschehen. Bis bald. Ja, Schweigen ist Gold, ja. Es gibt ja viele Menschen, die viel zu viel zu erzählen haben, aber ja, ich schau mal erstmal, okay, ob ich hier noch was vergessen habe. Schlauch. Ob das jetzt richtig ist? Ah, Siegel. Ein Siegel. Schlauch, Ziegel, alles mitnehmen. Das könnte alles wichtig sein. Ich weiß es jetzt noch nicht, aber... Moment. Nina, bitte bleib. Weil das mit den Ziegeln gerade so ist. Ich brauche ja auch diesen Wagenheber. Ah, ja. Ich werde mal versuchen, das Wrack mit den Ziegeln abzustützen. Ha! Weil ich schau noch mal kurz. Nein, das ist nur noch das Plakat, das Auto und im Schutt. Wühlen nutzt auch nichts mehr, oder? Ich habe schon alle Schätze gehoben. Ja, alle Schätze sind gehoben. Okay, ab in die Kanalisation. Es stinkt bestialisch. Was der Grund dafür ist, kann ich mir denken. Das muss ich nicht noch genauestens analysieren. Okay. Geht die Tür gegen die Tür einfach auf, oder? Die Tür ist zwar ein Spalt breit offen, scheint sich aber irgendwie verkeilt zu haben. Ah, ja. Ich weiß. Deswegen habe ich ja den Wagenheber geholt. Auch eine gute Idee eigentlich, oder? Ja, hier niemand zum Einbrechen überreden. Das wäre geschafft. Aber die Idee ist gut. Die ist mit roter Farbe eingesprüht. Ob das was zu bedeuten hat? Eine Öffnung für einen Schlüssel oder etwas ähnliches ist jedenfalls nicht zu sehen. Un momento. Ich glaube, ja, das brauche ich für die Stufen. Wenn ich etwas an den Rand der Stangen trete, müssten sie mein Gewicht eigentlich aushalten. Ja, jetzt müsste ich eigentlich normalerweise theoretisch praktisch hochkommen. Ja, sie geht hoch. Okay. So, drin wäre ich jetzt. Bleibt nur die Frage, wo mein Vater sein könnte und wie ich mich hier umsehen kann, ohne von einem Soldaten erwischt zu werden. Ja. Ich glaube, ich unterhalte mich erstmal. Wie geht's so? Viel Spaß beim Scheißen? Hallo? Alles in Ordnung bei Ihnen? Was? Ja. Machen Sie das immer so? Was? Na, bei fremden Leuten ins Klo zu spannen. Ich spanne nicht. Sondern? Sie haben so seltsame Geräusche von sich gegeben. Da wollte ich nur mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Klang irgendwie krank. Sind Sie vom FSB? Sehe ich so aus? Keine Ahnung, ich kann Sie nicht sehen. Nein, bin ich nicht. Wieso fragt mich hier jeder, ob ich vom FSB bin? Naja, die laufen hier ja überall rum. Und ich will keinen Ärger. Wer will denn schon? Haben Sie denn welchen zu befürchten? Spätestens, wenn der Zug abfahren soll und es nicht tut. Mir ist nämlich der Schlüssel ins Klo gefallen. Unangenehm. Viel Spaß beim Angeln. Sehr witzig. Mein Problem ist auch Ihr Problem. Wieso? Weil ich der Zugführer bin und das der Schlüssel für den Zug ist. Oh, haben Sie keinen Zweitschlüssel? Nein, deswegen traue ich mich ja hier auch nicht raus. Kann ich ja eigentlich keinem erzählen, dass der Zug nicht abfahren kann, weil der Zugführer seinen einzigen Schlüssel im Klo versenkt hat. Nee, besser nicht. Verraten Sie mich bitte nicht. Die Leute vom Geheimdienst?
Was ist mit denen? Was machen die hier? Keine Ahnung. Ich frage sie nicht und hoffe, dass sie mich auch nicht fragen. Ja, wird wohl eine weise Strategie sein. Wohin fährt der Zug eigentlich genau? Ja, das sollten Sie doch wissen. Ja. Aber so ganz genau hat man uns das nicht erklärt. Tja, mehr als Sie werde ich wohl auch nicht wissen. Und wenn doch, dann wird das bestimmt einen guten Grund haben. Wer befindet sich eigentlich an Bord des Zuges? Keine Ahnung, ich bin ja nur der Zugführer. Mir erzählt keiner mehr als nötig. Und Sie? Haben Sie bei der Einsatzbesprechung geschlafen? Nein, die war nur nicht sonderlich präzise. Dachte, Sie wüssten vielleicht mehr. Ich bin gerade dabei, mich mächtig zu verplappern. Der Typ scheint sein Schweigegelübde einzuhalten. Vielleicht sind andere ja etwas gesprächiger. Wie lange hocken Sie denn schon hier? Seit ungefähr 3 Stunden. Ist das nicht ganz schön anstrengend? Ja, darauf können Sie einen lassen. Wollen wir dann einen Chor aufmachen? Sehr witzig. Jetzt muss ich erst mal zusehen, dass ich meinen Magen wieder in den Griff kriege. Was da rauskommt, ist wirklich nicht normal. Ja, auf dem Klo ist es wie im Leben. Man muss auch mal loslassen können. Aber jetzt sollten wir vielleicht mal das Thema wechseln. Sie kommen ohne mich zurecht? Klar, muss ja. Sie kommen ohne mich zurecht. Oh je. Nach dem Besuch der Kanalisation ist mir eher nach Duschen. Hände waschen alleine bringt da auch nichts mehr. Ja, ich will ja auch nicht die Hände waschen. Ich will ja ein was machen. Den Schlüssel besorgen. Also den Schlauch erstmal in die Rinne und. Wassermarsch. Genau. Ich hoffe, ich brauche hier nichts mehr dafür. Denn. Da müsste sich hier befinden, der Schlüssel. Da ist ein kleiner Schlüssel drin. Ein Sieb am unteren Abflussrohr verhindert, dass der Schlüssel weggespült wird. Das Sieb soll wohl den Dreck aus dem Rohrsystem raushalten. Ah, Leute, ich glaube, ich mache hier einen Fehler. Ich habe zwar jetzt den Schlüssel hier runtergespült, aber irgendwas fehlt mir hier noch. Irgendetwas fehlt mir. Das weiß ich genau. So ganz allmählich werde ich aber schon nervös. Ich laufe hier seit fast 3 Stunden Kreise in den Boden und konnte immer noch keine rauchen. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen, Romanova. Sie wissen ganz genau, dass wir völlig unterbesetzt sind. Die meisten Soldaten sind schon im Zug. Ein paar Minuten werden Sie wohl noch überleben. Ja, ich weiß. Aber ich habe mir schon sämtliche Fingernägel abgekaut. So langsam wird's echt kritisch. Romanova, Sie... Ach, kommen Sie. Nur 5 Minuten. Okay, ist ja schon gut. Ich muss noch kurz ein paar Sachen klären und dann werde ich hier für Sie die Stellung halten. Danke, Sie sind ein Schatz. Apropos Schatz, Sie rauchen bei Yushin am Seiteneingang, ist das klar? Sonst baggern Sie wieder irgendeinen Ihrer Kollegen an und sind dann Ewigkeiten weg. Hey, ist ja okay. Mit Yushin komme ich sowieso prima zurecht. Schließlich sind wir beide der Meinung, dass Männer die besseren Liebhaber sind. Gut, bin gleich wieder da. Dann können Sie Ihre Pause machen. Hey. Wie war das jetzt gemeint? So verzweifelt russische Klofrauen bestehlen zu müssen, bin ich dann doch noch nicht. Männer sind die besseren Liebhaber. War die lesbisch, oder? Ich glaube, die Wachsoldatin hat selber genug Zigaretten. Und die Klofrau würde sich wohl mehr über ein paar Geldstücke freuen. Irgendwas. Ich hab's ja gesagt. Irgendetwas fehlt. Irgendetwas fehlt. Sollte ich mich noch mal unterhalten? Was macht der Magen? Das hören Sie doch. Ja, in der Tat. Und riechen leider auch. Haben Sie Ihren Schlüssel schon wiedergefunden? Nein. Ich befürchte, der schwimmt bereits irgendwo in der Kanalisation rum. Und ohne Schlüssel geht es nicht weiter? Ohne Schlüssel sitzen wir hier alle fest. Wenn ich zufällig mal wieder den Drang nach einem neuen Parfum verspüren sollte, werde ich mich dort mal umschauen. Sie kommen ohne mich zurecht? Klar, muss ja. Das war jetzt eigentlich auch keine Hilfe.
Was war denn das jetzt wieder dazwischen? Ja, Mann, ich habe gerade meinen Desktop gesehen. Das hat dazwischen gefunkt. Die Schlüssel fürs Motorrad und für meine und Papas Wohnung. Dazu ein paar, die ich beim besten Willen nicht mehr zuordnen kann. Irgendwie, was habe ich hier? Absperrband und... Jetzt muss ich echt mal überlegen. Das ist schon so eine ganze Weile her. Wieso geht da nichts ab? Die Schlüssel. Ja. Ist ja gut. Die Zigarette. War nicht irgendwas mit einem Feuerzeug oder irgendwas? Ich gehe nochmal raus zu dem Soldaten. Beziehungsweise. Wenn ich jetzt das Ventil. Ja, wenn du jetzt aufdrehst, dann wäre das zu viel. Dann würdest du den Schlüssel durchspielen. Das ist mir schon klar. Und die Bodenplatte ist rot angestrichen. Okay, liegt hier nicht irgendwo. Bitte irgendwo was rum? Einige der Soldaten scheinen das Loch im Boden für eine Art Mülleimer zu halten. Die hätten ja wenigstens ein paar alte Goldringe fallen lassen können. Ich muss leider hier mal schauen, denn das ist das Wasser. Ich unterhalte mich mal mit dem Wachmann. Und da habe ich hier was liegen lassen. Nein. Hallo Yushin. Irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Nein, alles ruhig. Ah, shit, Mann. Ich komme hier jetzt im Moment nicht weiter. Ich komme echt nicht weiter. Was habe ich hier? Kieselstein. Was ist jetzt mein Kieselstein? ich musste die irgendwie. Wenn ich da jetzt einfach so reingehe, wäre eine Verhaftung wohl noch das Beste, was mir passieren könnte. Ja, ich weiß. Ich glaube, die Wachsoldatin hat selber genug Zigaretten. Ja, Leute, ich beende den Part. Ich sehe gerade an der Zeit, es ist wirklich wieder an der Zeit. Es ist schon fast eine halbe Stunde, wo ich hier wieder am Rätseln bin. Ja, wie schon gesagt, also Geheimakte Tunguska, lange nicht gezockt, seit 11.2018. Gut, okay, ist noch weiter zurück, ich kenne das Spiel schon länger. Aber auf jeden Fall hat es mir wieder Spaß gemacht und ich freue mich auf den nächsten Part und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Vielen Dank dafür und ich bin dann wieder weg. Ciao.